Fahrrad repariert. Ja, hier lässt sich's aushalten, genau hier an diesem Fleck. Ja, hier ist ein bisschen Kunst, die an geschichtliches Zeugs erinnert, nämlich den Limes. Das da drüben ist Koblenz, da fahren wir jetzt rüber. Einen wunderschönen guten Morgen aus Rheinbrohl. Ja, so sieht das hier das Ganze aus. Das hat sich gestern alles noch ganz gut ergeben. Hab hier unten am Strand noch Leute getroffen, die mir dann genau diesen Platz hier empfohlen haben. Und wie man sieht, das hier ist nicht mein Zeug. Das ist halt einfach hier. Hier ist eine Feuerstelle, die ich aber im Sommer nicht nutze. Ist auch wirklich nicht notwendig. Und hier ist sogar so ein kleiner Kochbecher. Der Platz ist, wie man sieht, wirklich ein richtiger Traum und ich habe eigentlich, also es war super. Ich habe, wie ihr seht, auch keine Zeltplane drauf und habe den Sternenhimmel genossen, habe diese wunderschöne Aussicht genossen und es ist wirklich ein Traum. Ich war hier komplett ungestört, heute Morgen sind ein paar Hunde hier vorbeigekommen, da hat mich auch der erste Hund schon morgens geweckt, der ist zwar nicht zu mir ans Zelt gekommen, aber hat dann hier rumgebellt und dann meiner auch mal gebellt und dann bin ich halt wach. Was wirklich ein kleiner Nachteil ist, das fährt da gerade vorbei, unter anderem das da. Sieht schon hübsch aus, wie das da so aerodynamisch durch die Landschaft schleicht. Macht aber doch echt Krach und auf der gleichen Trasse fahren auch ungefähr 4000 Kilometer lange Güterzüge die ganze Zeit, auch die ganze Nacht durch. Und natürlich auch die Schiffe, weil die Schiffe habe ich mittlerweile gewohnt, die blubbern hier so rum, aber ja, die Bundesstraße da hinten, die Gütertrasse und hier hinter dem Wald ist auch nochmal eine Gütertrasse. Ja, das war dann schon ein bisschen viel Geräuschkulisse. Das ist aber auch wirklich der einzige Nachteil. Ich habe super toll geschlafen trotzdem. Heute gibt es ein paar Aufgaben. Es gibt nämlich erstmal die Aufgabe, Pflanzi zu retten, damit Pflanzi Palmi, Doppelname. Ich habe da ein bisschen Erde nachgefüllt gestern. Das hat jetzt auch erstmal... Naja, ist auch ein bisschen feucht noch. Also, naja, da wird was Vernünftiges gemacht und irgendwie ein vernünftiger Topf, der unten nicht so viele Löcher hat. Das wäre ganz gut. Ja, und die nächste sofortige Aufgabe, das ist hier unser Hinterreifen. Der ist ganz schön glatt und auch, ja, es ist ein bisschen Luft wieder drauf. Gestern ja noch Hilfe bekommen im Ort. Ziemlich platt, das werden wir jetzt gleich flicken. Ich habe seit 20 Jahren keinen Reifen geflickt. Das wird spannend. Bitte warten Sie. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Der nächste freie Ausgang steht Ihnen zur Verfügung. Los, hopp da raus. Nein, bitte immer dieser Hund. Gut geschlafen? Ja? Ja, die sind weg, die anderen Hunde. Die hast du vertrieben. Keine Sorge. Als nächstes nehmen Sie Ihre Felge. Montieren den Reifen auf der Hälfte auf der Felge auf. Fahrrad repariert. Ja, das hat mehr länger gedauert als gedacht. Und wahrscheinlich, wenn man das zweimal gemacht hat, dann ist es auch viel einfacher. Ich habe es ja jetzt auch dreimal gemacht praktisch. Aber man muss ja auch ein bisschen was lernen. Ne? Da kommt noch ein bisschen Luft drauf und dann geht es zur Tankstelle. Dann wird er richtig aufgepumpt. So, das heißt Mission 1 erfüllt. Palmi kriegt heute auch noch ein vernünftiges Zuhause. Und den Hund streichel ich heute auch noch mal. Dann räumen wir jetzt hier auf und bauen ab. Wir sind wieder auf Tour. Das Fahrrad ist geflickt, der neue Mantel und neue Schlauch ist drauf. Wir waren auch schon an der Tankstelle, haben da jetzt straffe 5 Bar drauf gepumpt. Das macht sich bezahlt, fährt sich wieder vernünftig, also verhältnismäßig vernünftig, so vernünftig wie es kann. Ja, wir sind mittlerweile in Rheinland-Pfalz, habe ich gerade festgestellt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber da gab es wohl kein Grenzschild auf den Radwegen. Rechts von uns ist der Rhein, dazwischen ist die Gütertrasse, die ich heute Morgen und heute Nacht sehr häufig gehört habe. Auf der anderen Rheinseite dann wieder
Straße und Gütertrasse. Ich werde mir deswegen heute auch, glaube ich, einen Schlafplatz suchen, der nicht direkt am Rhein liegt, weil ich gehe davon aus, dass das lange Zeit so ist. Hier ist nun mal ein Tal und da geht halt alles durch. Und ich würde gerne, auch wenn der Platz wunderschön war, würde ich gerne mal richtig entspannt, ruhig schlafen, ohne dass mich irgendwas stört, außer Vogelgezwitscher, von mir aus Grillen, Schaf wäre okay oder andere unauffällig, unaufdringliche Tierchens. Ja, Hitze ist heute richtig da, also wenn man steht, hält man es gar nicht aus. Mit Fahrtwind geht es, es sind mit Sicherheit über 30 Grad, eher so 35 oder mehr. Ah, das ist übrigens einer dieser 400 Kilometer langen Güterzüge, die ich so meinte. Der ist jetzt halt nur 4 Kilometer lang. Hier lässt sich's aushalten, genau hier an diesem Fleck. Halb im Wasser, halb nicht im Wasser. Das mache ich, glaube ich, heute noch ein paar Mal. So, trink noch einen Schluck. Trink lieber den ganzen Rhein leer. Fast wäre ich reingefallen. Hund müsste bitte da rein. Nein, nicht der Hund muss auf die andere Seite, der Hund muss in sein Auto rein. Los, einsteigen. Hier ist ein Arschloch, was ein Arschloch, was ein Arschloch, was ein Haar. Immer muss man erst schimpfen, ne? Immer muss man erst schimpfen, Mann. Ganz schön heiß. Ich glaube, man sieht das hier auch mal. Die Natur könnte auch mal ein paar Tropfen Wasser vertragen. Der Hund kriegt auch gleich wieder. Wir gehen jetzt gleich wieder in den Rhein. In den Rhein. Ja, hier ist ein bisschen Kunst, die an geschichtliches Zeugs erinnert, nämlich den Limes. Wenn ich in Geschichte halbwegs aufgepasst habe, was ich eigentlich nie getan habe, dann war ja der Rhein der Limes und quasi die Grenze, bis wohin die guten alten Römer alles, wie sagt man, niedergemeuchelt und eingenommen haben, ich meine missioniert haben. Hier muss man auch echt aufpassen, bei dem Getreidegraszeugs, was hier wächst, da reicht wirklich eine einzige Zigarette und es brennt hier alles lichterloh. Dazu der Wind. Also wer jetzt bei so einem Wetter Feuer macht abends, auch abends, ganz ehrlich, das geht auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der Hund auch ins Wasser? Warte kurz, warte immer noch, warte immer noch, warte immer noch und so. Komm, geh ins Wasser. Der Trick ist einfach die Arme halten. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Das da drüben ist Koblenz. Da fahren wir jetzt rüber. Da ist wohl ein Camping. Da ist doch auch ein Campingplatz, da stehen doch voll viele. Oder ist das der, den ich meinte? Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Campingplatz im Navi. Da brauchen wir noch eine halbe Stunde hin. Ich habe eigentlich noch den zweiten Akku, aber erstens ist es jetzt 18 Uhr. Damit Feierabendszeit. Und zweitens setzt mir die Hitze auch echt ganz schön zu. Ich muss jetzt mal eine Pause machen und einfach mal ein bisschen im Schatten chillen. Das da vorne sieht doch aus wie ein Campingplatz von hier. Und ist das die Mosel? Dann ist das vielleicht sogar mein Campingplatz. Der soll nämlich direkt an der Mosel sein. Das checke ich nochmal, weil der ist ja auf jeden Fall nah an der Stadt.
Also Koblenz macht einen ersten richtig, richtig schönen Eindruck. Ich weiß, ich habe keinen Bock mehr auf Stadt, aber ich glaube nicht, dass das hier so eine mega Großstadt ist. Also ja, es ist schon eine große Stadt. Dem aber bisher alles Konrad Adenauer Ufer 800 Meter folgen. Ganz schick. Nicht abschreckend. Ich habe noch keine Todesangst. Es sieht schön aus hier. Was auch immer es ist. Das Rathaus vielleicht oder sowas. Oder einfach nur ein Riesenhaus. Altes Regierungsgebäude. Ja, der Campingplatz sah jetzt von Weitem übrigens auch nicht so einladend aus, weil der war ganz schön groß. Aber ich finde die Lage sehr gut, weil dann kann ich mir nachher nochmal, wenn es ein bisschen kühler ist, den Hund schnappen und nochmal ein bisschen zu Fuß durch die Stadt gehen. Habe ich heute mal Lust zu. Wir erreichen jetzt gleich den Campingplatz Moselbogen. Das gehört, glaube ich, noch zu Koblenz. Das ist zumindest ein Stadtteil von Koblenz. Also ja, also gehört es zu Koblenz. Und die nähere Umgebung macht einen unendlich viel besseren Eindruck als auf dem letzten Campingplatz. Ich habe mal vorher angerufen. Das heißt, für mich ist jetzt auf jeden Fall auch ein Platz bereit. Da hat mich gerade jemand abgesagt. Ich habe wieder vergessen, dass es Ferienzeit ist. Da ist es ja nicht so. Fahr einfach mal hin, du kriegst schon Platz. Aber ich kriege trotzdem Platz. Der liegt quasi für mich bereit. Naja, ich hätte es sogar geschafft. 18.30 Uhr, es ist jetzt 18.29 und 30 Sekunden. Aber die haben mir dann Zettel reingelegt. Und dann schauen wir mal, wo wir dann so wohnen. Hoffentlich gibt es ein ganz bisschen Schatten, wobei die Sonne ist bald weg. Ich habe auch jetzt genug Sonne für heute. Das reicht mir.